raus ist aus dem Winterquartier, wenn das Karussell sich dreht und so wie jetzt auch der Jahrmarktsplatz sich langsam füllt, dann fällt einem ein Stein von Herzen. Dann sagt man, ach, endlich alles wieder in Ordnung. Es dreht sich, es bewegt sich alles. Und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Da lacht das Herz. Eigentlich zählt er hier mit 54 Jahren schon zum alten Eisen. Das sagt er zumindest selber über sich. In Wahrheit ist Dieter Fehlauer immer noch der Kopf, der Vorsitzende des Jahrmarktvereins, das Herz des Jahrmarktes. Ist für alle da. Also wenn welche Probleme auftauchen, dann rufen sie Dieter an aus irgendeinem Grund. Er versucht auch zu helfen und er hilft auch, wenn er kann. Und hat ein offenes Ohr für jeden. Und eigentlich sehr großzügig und lieb. Ich weiß, kann ich gar nicht sagen. Darum habe ich ihn ja. Ich glaube, ich habe den Besten ausgesucht. Wenige Quadratmeter müssen für seine Familie reichen. Kein Luxus. Eine Wohnung, ein Haus, all das hat Dieter Fehlauer nicht. In zwei Wagen leben sie, zu fünft, im Sommer und im Winter. Ich bin wohl gespannt, wenn sie wieder hier ist. Ich freue mich an meiner Familie. Ich habe 4 Kinder, 3 Enkelkinder und wissen Sie, das ist für mich das Größte. Ne? Und vor allem meiner Familie geht es relativ ganz gut, dafür haben wir gesorgt. Die haben alle ihre Geschäfte hier auskommen und sind alle nicht so weit weg. Das ist für mich schon ein großer Luxus. Wenn man sieht, manche Kinder, die ziehen dann weit weg, da hat man keine Beziehung mehr zu. Aber das habe ich nicht. Meine Kinder sind relativ in meiner Nähe. Seine Familie, seine Frau, seine Kinder, das ist schon das Heiligste, sein Heiligtum. Ne? Und ich denke mal, wenn da was wäre oder passieren würde, dann, dass er da ganz schön ärgerlich werden könnte. Sein Vater, sein Großvater, sein Urgroßvater und sein Ururgroßvater, alle sind mit ihren Karussells von Jahrmarkt zu Jahrmarkt gezogen, haben mit der ganzen Familie in einem kleinen Wohnwagen gelebt. Die Kindheit ist auf dem Jahrmarkt das Schönste, was es gibt. Jedes Kind ist hier bekannt auf dem Jahrmarkt und kein Kind muss irgendwo bezahlen. Das geht zur Eisbude hin und kriegt ein Eis, weil man, der Vater hat vielleicht die Pommesbude, da kriegt das andere Kind eine Portion Pommes oder Zuckerwagen oder Kinderkarussell. Also für unsere Kinder ist der Jahrmarkt Schlaraffenland. Einige alte Jahrmarktfamilien gibt es heute nicht mehr, erzählt Dieter Fehlauer. Damals war der Jahrmarkt eine Attraktion. Heute die Besucherzahlen mäßig, die Kosten explodieren. Sein Sohn zahlt für sein Karussell 2000 Euro Strom für 10 Tage. Dazu kommen Kredittilgung und die Platzmiete. Das ist ein knallharter Job geworden. Und da muss auch alles gut überlegt sein, weil wenn das nicht passt, dann sind sie heutzutage ruckzuck weg. Und so ein Jahrmarkt, da muss ja auch immer die Stadt hinterstehen und den muss auch die Fläche bereithalten. Wir haben zum Beispiel in Lübeck, da haben sie den Veranstaltungsplatz und den wird die Stadt am liebsten verkaufen, weil die das Geld gerne hätten für den Platz. Und wenn es keinen Platz gibt, wo man einen Jahrmarkt veranstalten kann, dann gibt es auch keinen Jahrmarkt mehr. Er will, dass es weitergeht. Dieter Fehlauer hat kein Fahrgeschäft mehr. Er kümmert sich um die Feinarbeit. Das sagen die Schaustellerkollegen. Er kümmert sich um jede Art von Kontaktpflege. Holt sogar Artisten auf den Jahrmarkt. Was ihn ausmacht, ist seine Stärke, die er immer beweist, wenn wir auf Ämtern gehen, wenn wir versuchen, unsere Plätze zu behalten. Weil es ist auch immer ein harter Kampf, überall alles so zu lassen, wie es ist. Für die Schaustellerei würde er sterben, also die Tradition, und er versucht alles, das aufrechtzuerhalten. Und dabei gibt es eigentlich nur eins, was Dieter Fehlauer am liebsten macht. Wenn es voller wird auf dem Jahrmarkt, dann hört er gern zu. Hört zu, was die Besucher sich erzählen, was ihnen hier am besten gefällt. Dann schlendert er mit seinem Enkel über den Jahrmarkt, genießt die Zeit mit der jungen, mit der neuen Generation.